Leitgedanke 36 aus Ein Kurs in Wundern. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Der heutige Leitgedanke dehnt den gestrigen vom Wahrnehmenden zum Wahrgenommenen aus. Du bist heilig, weil dein Geist Teil von Gottes Geist ist. Und weil du heilig bist, muss auch deine Sicht heilig sein. Sündenlos bedeutet ohne Sünde. Du kannst nicht ein wenig ohne Sünde sein. Du bist entweder ohne Sünde oder nicht. Wenn dein Geist Teil von Gottes Geist ist, musst du sündenlos sein, sonst wäre ein Teil seines, nämlich Gottes Geistes, sündig. Deine Sicht steht mit Gottes Heiligkeit, nicht mit deinem Ego und daher auch nicht mit deinem Körper in Beziehung. Die Übung heute fühlt sich zum Durchführen ganz einfach an. Wir sind eingeladen, wie immer, uns zur Ruhe zu kommen, zu sammeln. Gott, den Heiligen Geist, Jesus, um Vertiefung und um Erkenntnis zu bitten. Und dann uns umzusehen, also erst mit geschlossenen Augen, ein paar Mal laut den Leitgedanken zu sprechen. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Wenn ich das wirklich aus tiefstem Herzen und mit Überzeugung und mit Entschiedenheit spreche, werden da schon Gefühle in dir hochkommen, die du einfach beobachten darfst. Und dann sind wir eingeladen, die Augen zu öffnen und wirklich jeden Gegenstand, den ich sehe, wieder ohne Wertung, zu überlegen, welcher Gegenstand sinnvoller als der andere wäre oder welche Person. Einfach alles benennen mit: Meine Heiligkeit umhüllt jenen Teppich. Meine Heiligkeit umhüllt jenen Stuhl. Meine Heiligkeit umhüllt meinen Sohn. Meine Heiligkeit umhüllt den Nachbarn. Meine Heiligkeit umhüllt diese Hand und so weiter. Wenn du den Impuls spürst, schließ wieder die Augen und wiederhol wieder mehrmals einfach den Leitgedanken. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Deine Heiligkeit, was bedeutet das denn? Deine Heiligkeit, kannst du denn annehmen, dass du heilig bist? Was macht das in dir, wenn du dir sagst, ich bin heilig? Wir hatten vor einigen Tagen, ich bin sehr heilig. Welche Gefühle kommen da in dir hoch? Welche Gedanken kommen da in dir hoch? Sind da Bewertungsmuster? Sind da Ego-Konzepte, die sagen, boah, sowas darf man doch nicht über sich selbst sagen, das ist doch total überheblich, wenn ich mich heilig nenne. Sind da Ego-Konzepte der Bewertung, die sagen, die das Schuldthema wieder auf den Tisch bringen vielleicht? Ach, ich habe doch das gemacht und jenes und so oft bin ich so und so und so, ich bin doch nicht heilig. Sind da Bewertungsmuster kirchlicher Art, religiöser Art über den Begriff Heiligkeit, wie man ihn in Kirche und vielen Religionen verwendet vielleicht, die besetzt sind mit irgendwelchen Attributen, die dir widerstreben? Beobachte mal alles, was in dir hochkommt und dann lass alles los. Lass all den Widerstand, all diese Konzepte los. Es geht darum, heute wieder mit dem Begriff Heiligkeit anzunehmen, dass Gott in
dir ist und in dir und in ihm und in ihr und in mir. Und das allein deswegen, weil wir immer noch, trotz unserer Geschichte, trotz unserer Vergangenheit, trotz unseres Wissens, trotz unserer Persönlichkeit, die wir uns selbst aufgebaut haben, sind wir immer noch so, wie Gott uns schuf. Und mein Geist ist Teil von Gottes Geist. Gottes Geist ist in mir. Du hast die Stimme Gottes, das Wissen Gottes, die Gaben Gottes, die Liebe, das Licht, alles in dir. Es ist alles da. Wir müssen nichts mehr uns mühsam erarbeiten, indem wir ganz lieb sind immer und ganz fromm sind. Nein, es ist alles da. Nur wir haben es zugedeckt mit unseren Konzepten. Wir haben es zugedeckt mit unseren Ideen über uns selbst. Wir haben es zugedeckt mit dem Bedürfnis, besonders zu sein. Und durch dieses Bedürfnis, besonders zu sein, trennen wir uns, haben wir den Trennungsgedanken. Ich bin getrennt von den anderen, getrennt von Gott. Das stimmt nicht. Nimm heute mit dieser Lektion, indem du die Heiligkeit, deine Heiligkeit annimmst, an, dass all diese Konzepte von dir nicht stimmen. Deine Seele ist so, wie Gott sie schuf. Dir ist nichts passiert. Es gibt keine Schuld, es gibt keine Sünde. Wir sind heil und geborgen und in Liebe und in Frieden. Und alles andere sind unsere Illusionen, die wir drauflegen. Boah, es ist so schwer zu begreifen, ich weiß. So oft hadert man wieder und das Ego hat wieder das Mikrofon in der Hand und sagt, na Quatsch, ich bin ich und ich bin so und so und ich habe das erlebt und deswegen habe ich die und die Muster in mir drin und weil meine Eltern so waren, wie sie waren, habe ich jenes Muster und weil mein, was auch immer, meine Kindheit so war, fühle ich mich so und habe ich hier Angst und habe ich dort Angst und weil meine Eltern so waren, bin ich so glücklich oder weil meine Mutter oder mein Vater so war, bin ich so begabt oder was auch immer, egal ob ihr negative, positive Attribute, was auch immer. Wir machen uns immer eine Persönlichkeit, um irgendwie anders zu sein, um uns zu sagen, wir sind getrennt von den anderen und deswegen sind wir besonders, besonders toll, besonders langweilig, besonders doof, besonders schlau, besonders hübsch, egal. Ja, bist du. Jeder ist echt besonders, besonders, so besonders, dass wir gar nicht besonderer sein können, weil Gott in uns ist und Gottes Liebe und sein Licht und alle Gaben. Alle. Und weil du, wenn du deine Heiligkeit annimmst, echt heilen kannst. Heilen kannst allein durch den Blick auf den anderen. Heilen kannst allein dadurch, dass du, indem du nicht mehr die Bilder im anderen siehst, wenn du ihn wirklich anschaust oder allein nur, wenn du an ihn denkst, wenn du nicht mehr die Bilder siehst, sondern wirklich das Licht in ihm, dann hat der andere eine Chance, das in sich selbst auch wahrzunehmen. Wenn wir alle Bilder runternehmen von uns selbst und von den anderen, dann kann Heilung geschehen. Und es gibt tausende, Millionen von Beispielen, wo das wirklich zu spüren ist. Ich habe das so oft erlebt mit meinen Kindern. Ich war auf dem Seminar, die wussten von nichts, dass ich auf dem Seminar war. Die wussten nicht, was ich für Aufstellungen gemacht habe. Ich habe Aufstellungen gemacht und Vergebungsarbeit mit Themen zu meinen Kindern und so weiter. Die kamen am Wochenende von ihrem Vater zurück dann zu mir und waren plötzlich wie ausgewechselt. Ja, und mit anderen Menschen auch. Also das war für mich immer die Kinder waren oder überhaupt Leute, die auch nichts davon wussten, dass ich auf dem Seminar war und plötzlich oder irgendwelche Vergebungsarbeit, es muss ja gar nicht auf dem Seminar sein, kannst du ja auch für dich wunderbar zu Hause machen. Wenn die Vergebungsarbeit geleistet hat, kam sofort da die Veränderung, also das Wunder, instantan, ja, dass ich plötzlich merke, ups, der andere ist ganz anders oder ups, ich fühle mich ja ganz anders. Und das ist das, was der Kurs Wunder nennt. Das Wunder ist, wenn ich meine Wahrnehmung verändert habe. Nimm deine Heiligkeit an. Deine Heiligkeit beinhaltet auch, dass du
nicht sterben kannst. Wir brauchen keine Angst vor dem Tod zu haben, denn das hat uns Jesus ja vorgelebt, dass unsere Seele weiterleben wird. Und welch Geschenk, dass du mit deiner Heiligkeit, wenn deine Heiligkeit alles umhüllt, kannst du wirklich Heilung vollbringen. Wenn wir schaffen, nichts mehr davor zu schieben, kein Zeug, keine Gedankenkonstrukte, keine Ängste, keine Bewertungen, dann können wir wirklich so viel in uns und in den anderen dadurch, wir sind ja alle eins, verändern, wenn wir unseren Geist verändern. Und das ist so cool. Findest du es nicht auch cool? Wir müssen nur unseren Geist verändern. Nur meine Sichtweise auf die Dinge. Wow, wie einfach. Ist doch so einfach eigentlich. Oh ja, yeah, yeah, yeah. Wie schön. Und ich meine, du hast bestimmt das schon oft erlebt selber, ne? Dass wenn du plötzlich mit einer anderen inneren Haltung, man kann es auch nur die innere Haltung nennen, ne? Die Schau, die hier immer gesagt wird, mit einer anderen inneren Haltung jemandem gegenüber trittst, kommt plötzlich was anderes raus. Ich meine, wir kennen alle diesen Uraltspruch, der manchmal auch nervt, wie man in den Wald schreit, so schallt es hinaus. Ich meine, damit könnten wir auch vielleicht die Schau Christi beschreiben. Wenn ich jemanden Bilder überstülpe und Bewertungen, ja, dann werde ich ihn auch so erleben, logisch, weil ich habe die ja in mir drin, ich habe das ja gebaut, diese Illusion, und so werde ich sie auch erleben. Und wenn ich in jemanden nur das Licht sehe, dann sehe ich nur das Licht, ja, auch wenn der einen Wutanfall hat vor mir, aber ich sehe das Licht und der andere hat dadurch die Chance zu merken, so oh, krass, ich habe zwar einen Wutanfall, aber ich fühle mich trotzdem geliebt, oh, ja, oder ich habe das und das nicht gebacken gekriegt, ja, ich bin hier unsicher, ich habe da Angst und ich schaue im anderen trotzdem das Licht an und der fühlt sich geliebt und bestärkt in dem und zack, ist die Angst weg und ich habe Heilung vollzogen, ja. Hey, wie schön ist das? Oh, ich freue mich so. Ich freue mich über diese Möglichkeiten, die wir haben. Und ich freue mich vor allem, und das ist mein großes Thema, da hat jeder vielleicht andere Themen, dass ich mich nicht dafür hauen muss, wenn ich es nicht schaffe. Es ist total normal, dass man diesen Zustand nicht dauerhaft halten kann, weil sonst wären wir erlöst, sonst wären wir nicht mehr hier in unserem Körper. Puff, dann würden wir vielleicht mit einem großen Lichtblitz, wären wir weg. Es ist total normal, dass wir immer wieder in die Ego-Raster reinfallen und dass wir immer wieder diese alten Gedankenautobahnen und diese Muster und so weiter haben. Aber deswegen gibt es ja die Übungen und deswegen machen wir das und umhüllen sogar den Teppich und den Tisch und den Stuhl mit meiner Heiligkeit, damit mein Geist geschult wird, diese Idee anzunehmen und überhaupt nur eine Idee davon zu kriegen, wie groß das ist und wie viel Potenzial darin ist, wie viel Wunderwirken wir erleben dürfen können damit. Oh, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unser Licht in uns bist und dass du uns so viel Liebe gibst und dass du uns so liebst in jedem Schritt, den wir tun, egal ob wir total scheitern und es überhaupt nicht hinkriegen, egal ob wir uns wieder ärgern über uns selbst oder ob wir ganz stolz sind auf uns selbst, völlig egal, dass du uns zeigst, dass wir nichts Besonderes sein müssen und nie was Besonderes sein können, weil wir einfach eins in deinem Licht und in deiner Liebe sind. Amen. Hab einen so umhüllenden Tag von Heiligkeit und fühle dich von mir jetzt mit meiner Heiligkeit umhüllt, ganz und gar umhüllt. Bis morgen.